Hallo und willkommen zurück bei Let's Play Final Fantasy 7. Letztes Mal sind wir in Spanien, in Costa del Sol angekommen. Und dieses Mal kicken wir den Ball auf Red 13. Nein, dieses Mal werden wir uns in Costa del Sol etwas umsehen. Als allererstes, oder als eines der wichtigsten Sachen, gibt es hier in der Bar einen Rüstungshändler. Und falls ihr vergessen habt, im Shinra-Turm die Kohlereife zu stehlen, gibt es hier ungefähr zig Stunden nachher die Möglichkeit, die Kohlereife einfach so zu kaufen. Wir könnten auch Platinreife kaufen, die doppelte, also die doppeltes Limit, doppeltes Substanzwachstum hätten. Allerdings brauchen wir die nicht wirklich. Also werden wir hier nichts einkaufen. Dann gibt es noch zu berichten hier, wir werden uns noch einige Hypers kaufen, vielleicht im Objekt dann, falls es die überhaupt gibt hier. Wer müsste hier eigentlich sein? Ja, der Typ bietet uns natürlich ein Weich an, das Versteinerung aufhebt, da Versteinerung aber sowieso beim Kampfende automatisch aufgehoben wird und wir hoffentlich nie alle drei Partymitglieder gleichzeitig versteinert haben, brauchen wir das nicht unbedingt. Also decken uns wieder nur mit Hyper ein, weil wir dann Limit Breaks lernen wollen. Und falls mit 16, nehmen wir 11. 25 Hyper. Immer noch ein paar Beruhigungsmittel mit. So. Hier gibt es ein Inn, wo wir rasten könnten. Yuffie macht sich am Material Shop gemütlich. Warum auch immer sie Materials hier verkauft, weiß doch niemand. Es gibt auch nichts wirklich, was wir brauchen. Wir werden uns nur eine wiederherstellen noch kaufen, weil wir nur eine haben und eine zweite doch zeitweise nützlich sein kann. Zumindest solange wir nicht die nötigen Gegnersprüche haben, die uns erlauben, da etwas mehr Heilung zu betreiben. Und nachdem wir hier fertig sind, gehen wir runter zum Strand und finden hier tiefer. Wollte sich die nicht eigentlich sonnen? Oh. Wer jetzt? Hojo oder das Mädchen im Bikini? Wen meinst du da? Ich glaube, wir sollten Hojo meinen. Okay. Klingt nach einem Plan. Wenn auch nicht nach einem Mal zu gucken. Ich bin kein schrecklicher Mann. Geht's dir? Wie jetzt, ich hab zu tun. Hallo Hojo. Lass mir vielleicht sagen, was du hier magst. Ja, was muss man einfach machen? Oh, er sonnt sich. Ich weiß nicht, ob wir das exakt gleiche Ziel haben. Was du verstehst. Hast du ihn gesehen oder hast du ihn nicht gesehen? Was? Das ist eine Hypothese. Nein. Was redet er? Das klingt vernünftig. What the fuck, sag uns, wo Sephiroth ist. Das stimmt auch wieder. Okay. Tippfehler, oder warst du nicht die vom alten Volk vielleicht? Ja. Inferna? Ich glaube, sie ist tot, oder?
Wirklich besorgt schaut er nicht aus. Nach Westen. Naja. Offenbar bekommen wir nicht mehr aus ihm heraus. Ja, dann bleibt es halt dabei, dass wir zumindest mal irgendwie nach Westen gehen sollten. Wir haben aber noch etwas vor, und zwar gibt es hier noch ein paar Schätze zu entdecken. Hier nicht, hier ist nur Johnny, glaube ich, irgendwo. Ah nein, das ist nicht Johnny. Irgendwo hier müsste noch Sektor 7 sein. Genauso wie in der Bar, glaube ich, die Bodybuilder aus dem Sektor 7 Sportstudio auch rumsitzen. Dann gehen wir mal hier rein. Ah ja, das schaut gut aus. Da schläft wer. Okay. Dann schauen wir mal in den Keller. Ich glaube, dort wird es interessanter. Oh, eine Kiste. Ein Feuerring. Ah, den werden wir nicht brauchen. Ha, das ist halt praktisch. Wenn wir uns bedienen dürfen, dann machen wir das natürlich auch. Und Motor Drive ist eine neue Waffe für Tifa. Und einmal Kraft für Cloud wahrscheinlich dann. Ja, das war's hier im Prinzip. Ich glaube, wir könnten die auch kaufen hier, die ganze Villa für 30.000 wieder, aber so viel Geld haben wir sowieso nicht. Deswegen lassen wir das. Ja. Vielleicht sagt uns die noch etwas Hilfreicheres, wo wir hin müssen. Ja, wir kämpfen schon viel. Naja, gut. Ich weiß nicht. Ja, wird schon ganz gut sein. So, gehen wir mal raus. Und nachdem Tifa, oder nachdem Aris immer noch in unserer Gruppe ist, wird sie auch in unserer Gruppe bleiben. Nur werden wir, glaube ich, vielleicht Barret austauschen gegen... ich glaube, wir werden Barret gegen Red 14 austauschen, weil Red 14 wir dann nachher brauchen. Wir lassen vorerst mal Barret trainieren und machen uns einmal auf den Weg Richtung Westen. Also wir sind jetzt am zweiten Kontinent, falls wir das noch nicht mitbekommen haben. Und, oh, da schaut nach einer riesengroßen goldenen Palme aus. Vielleicht müssen wir dorthin. Aha, mit dem Fluss kann ich nicht drüber. Okay, dann geht's offenbar hier nicht weiter. Müssen wir offenbar um den Berg herum. Ja, muss ja... Ja, das war nur eine der lustigen Mamushka-Puppen, die hier rumlaufen. Also das sind so... Das sieht aus wie als Bienen angestrichene Eier, aus denen dann immer kleinere Eier herauskommen und immer mehr. So ähnlich wie die russischen Mamushka-Puppen eben. Nicht wirklich wichtig. So, hier geht's glaube ich weiter. Sieht nach einer guten Stelle aus. Aber da wir hier jetzt schon weniger Zeit haben und ich noch etwas anderes vorhabe, bis nächstes Mal, nämlich auf den alten Kontinent zurückgehen und mir für die zweite Feindeskönnen-Substanz die Feindeskönnen zu holen und vielleicht noch in Fort Condor eine Schlacht kämpfen und andere Sachen erledigen, machen wir hier Schluss und wir sehen uns nächstes Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Final Fantasy 7. Und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß.